Was ist besser? Paniertes Chicken aus der Fritteuse? Oder ist die gesündere Variante aus dem Ofen mit weniger Fett genauso gut? Oder schmeckt sie aber einfach nur trocken? Um das herauszufinden, habe ich meine Hähnchenbrust in dicke Streifen geschnitten und sie in eine Mischung aus Kefir und eingelegtem Rübenwasser gegeben. Und das muss so für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Um es zu panieren, habe ich dann in einem Teller Speisestärke und in einem anderen Dinkelmüsli, das ich vorher gemahlen habe, mit Paprikapulver, Pfeffer und Salz vermischt. Das Hähnchen habe ich dann erstmal in der Speisestärke gewendet, bis es voll bedeckt war, dann wieder zurück in die Flüssigkeit und dann in den gemahlenen Dinkelmüsli. Ein Teil davon habe ich dann in 175 Grad heißem pflanzlichen Öl frittiert und den anderen Teil habe ich auf einem Backblech mit einem Backgitter bei 200 Grad gebacken und bei der Hälfte nochmal mit Öl bestrichen. Äußerlich sahen sie wirklich perfekt aus. Und jetzt zum Vergleich. Die frittierten Hähnchenstücke, außen knusprig und innen einfach saftig, mit vollem Geschmack. Und das panierte Chicken aus dem Ofen war, finde ich, nur minimal trockener. Und dafür hatten sie aber viel weniger.